und hey. Hi! Ich darf ja da gar nicht reingucken. Ich muss ja meinem Partner angucken. Ja, hi. Ich bin Manuela Wiesbeck und spiele die Rolle der Nicole Müller. Tisch 3 will zahlen. Wie viele Espressi waren das? 4, einer ohne. Okay. Hallo. Wir würden jetzt gerne mal bestellen. Ich komme sofort zu Ihnen, bitte entschuldigen Sie. Ja. Wenn ich bald was zu essen kriegen, laufen die amok. Du stechst dir auch zu. Oh Mann, die Suppe kommt gleich. Guten Tag. Entschuldigen Sie, dass es ein bisschen länger gedauert hat. Was darf ich Ihnen bringen? Also Nicole ist eine taffe Frau, die auf dem Rummel groß geworden ist. Als kleines Kind heimlich in Leon verliebt war. Und auch viel gemobbt wurde, dadurch, dass sie damals schon dick war. Irgendwann die Schnauze voll hatte vom Rummelleben und eine Ausbildung gemacht hat, sich im Mauerwerk beworben hat und dann, da Maren ja eine Geschäftsführerin sucht, quasi als Vertretung, kommt Nicole Müller ins Spiel. Also beeindruckender Lebenslauf. Viele verschiedene Positionen, alles in Top-Locations. Bin begeistert. Und dass Sie es in der Praxis drauf haben, haben Sie ja gerade bewiesen. Danke. Naja, Nicole war als Kind wirklich doll in Leon verknallt. Konnte das nie sagen. Er hat es auch nie mitbekommen. Und ich kann jetzt auch noch nicht so viel verraten. Und dann gibt es halt dieser eine Moment, wo sie zum Bewerbungsgespräch geht, Leon trifft und natürlich die Fassade, die sie in all den Jahren aufgebaut hat, sich ein Panzer auch aufgebaut hat, ein Schild drumherum, dass man nicht verletzt wird, fällt in dem Moment natürlich zusammen, als sie Leon wieder sieht, weil alles wieder hochkommt und da geht's erst richtig los. Ne, sagen Sie doch mal, was haben Sie sich vorgestellt? 6.000. 5.000 wären für mich okay. Tut mir leid, Sie finden sicher jemanden. Okay. Aber dafür führen Sie auch die Vertragsverhandlungen mit den Lieferanten. Deal? Also meine ersten Tage bei GZSZ waren sehr, sehr aufregend. Ich war total nervös, obwohl ich eigentlich schon viel Erfahrung habe. Aber das ist doch nochmal was ganz anderes. Also daily. Ich meine, Hut ab, Chapeau, die Leute, die hier tagtäglich drehen, was die so leisten am Tag, ja, wie für Bilder gedreht werden, das kann sich keiner vorstellen, das ist ja Wahnsinn. Ich bin tatsächlich immer noch aufgeregt. Jedes Mal, wenn ich ans Set komme, ich die Leute sehe und so, jetzt bitte und so, ist für mich, es ist so geil, hier zu sein. Boah, die Leute können sich wirklich freuen auf viel Humor, aber auch eine sehr sensible, rabiate, schüchterne, taffe Nicole. Also diese Rolle ist so facettenreich, dass ich selber manchmal selber überrascht bin, was da so aus mir herauskommt. Also die Leute können wirklich gespannt sein. Es wird sehr, sehr aufregend werden und ich freue mich.